Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es um eine ziemlich versteckte Einstellung in Outlook-E-Mails, das Verfalls- oder Löschdatum. Wenn eine E-Mail das Verfallsdatum überschritten hat, dann wird die E-Mail durchgestrichen dargestellt, so wie ihr das hier seht. Und ihr seht hier eine E-Mail, die habe ich erhalten und noch nicht gelesen. Und die hat das Verfallsdatum überschritten und zwei andere, die hatte ich vorher gelesen. Wir können also als Absender den Empfänger entlasten, indem wir ein Verfallsdatum hinzufügen, wenn das sinnvoll ist, sodass der sieht, ab diesem Datum ist die E-Mail nicht mehr relevant. Und als Empfänger können wir für uns heute entscheiden, wann die E-Mail nicht mehr relevant ist und so ein Löschdatum oder ein Verfallsdatum, muss man genauer sagen, festlegen. So dass wir dann zu diesem Datum sehen, die ist nicht mehr relevant und sie leichter löschen können. Und es gibt sogar noch eine Einstellung über die Autoarchivierung, mit der wir solche verfallenen E-Mails automatisch löschen können. Was möchte ich euch jetzt alles zeigen? Wie könnt ihr als Absender und als Empfänger das Verfallsdatum einstellen? Wie könnt ihr es für euch gut sichtbar machen? Wie könnt ihr die Autoarchivierung einstellen? Und dann möchte ich noch ein paar Tipps und Tricks euch zeigen, vor allem auch für die von euch, die vielleicht diese Funktion schon länger nutzen. Wenn ich eine neue E-Mail schreibe, dann finde ich unter Nachrichten im Bereich Markierungen das Symbol Nachrichtenoptionen. Und hier findet sich unter Übermittlungsoptionen die Einstellung Nachricht läuft ab nach. Und wenn ich die einschalte, dann wird erstmal das aktuelle Datum und die heutige Uhrzeit genommen. Das könnt ihr entsprechend umstellen. Ich lasse das jetzt im Moment mal so. Dann gehe ich auf Schließen und ich sehe jetzt leider nichts davon hier. Irgendeine Information, dass hier ein Verfallsdatum dabei ist. Aber wenn ich nochmal auf das Symbol Nachrichtenoptionen klicke, dann sehe ich, dass es immer noch eingestellt. Und versteckt, würde ich sagen, ist diese Funktion deshalb, weil sie nur hier drin ist und nicht wie alle anderen Optionen, die es hier gibt, sich unter Optionen befindet. Hier sind nämlich die meisten Sachen. Man sieht es dann auch, wenn man hier beim Verlauf auf Nachrichtenoptionen geht. Also über Nachrichten, Markierung, kommt ihr da super hin. So, dann gebe ich noch einen Empfänger ein und noch einen Betreff. Und schicke diese Nachricht mal weg. Als Empfänger bekomme ich eine E-Mail in den Posteingang, sagen wir mal hier die Übungsdatei. Ich lese die und denke mir, okay, die brauche ich dann und dann nicht mehr. Und jetzt kann ich auch über Nachricht, Markierung, das Symbol Nachrichtenoptionen hier ein Verfallsdatum festlegen. Und ihr seht, ich habe das vorhin schon mal gemacht und man sieht aber hier nichts davon. Und man sieht auch hier nichts davon. Und deshalb würde ich euch empfehlen, wenn ihr mehr mit Verfallsdaten arbeiten wollt, dass ihr euch hier eine neue Spalte einblendet. Wir haben das ja schon in manchen Videos gesehen, vor allem auch in den Videos zur Ansicht. Ihr macht einen Rechtsklick auf den Spaltenkopf, wählt die Feldauswahl und dann blättert ihr hier, bis ihr bei Läuft ab nach seid. K, L, oh, finde ich jetzt hier nicht. Okay. Wenn ihr das nicht findet, dann schaltet mal um bei häufig verwendete Felder auf alle E-Mail-Felder. Blättert nochmal und wo ist es? Bin ich jetzt blind? Da ist es. Ich bin blind, also hier läuft ab nach. Und jetzt seht ihr, die E-Mail, die ich gerade geschrieben habe, die läuft heute um 17 Uhr ab. Die war heute um 7.55 Uhr. Hier ist eine, die war am Dienstag, die am 10.05. und die wird erst am 19.07. Also je nachdem von heute gesehen, wie das Datum ist, wird das hier etwas unterschiedlich angezeigt. Und wenn ich mal in die gesendeten Elemente gehe, dann sehe ich auch hier, dass das Verfallsdatum auch für mich als Absender gilt. Also wenn ich etwas weggeschickt habe und ein Verfallsdatum festgelegt habe, dann wird die E-Mail auch zu diesem Datum durchgestrichen angezeigt.
Wenn ich jetzt möchte, dass abgelaufene E-Mails automatisch gelöscht werden, dann muss ich mir dazu als Hilfe die Autoarchivierung nehmen. Und die findet ihr unter Datei, Optionen, Erweitert und dann hier Autoarchivierung, Einstellung für die Autoarchivierung. Die ist standardmäßig ausgeschaltet, das ist auch gut so, weil es mit der immer mal wieder Schwierigkeiten gibt, weil Leute sie einschalten, ohne genau zu wissen, was sie tun. Das heißt, wenn ihr sie jetzt einschaltet, um verfallene E-Mails zu löschen, dann macht bitte Folgendes. Schaltet gleich aus alte Elemente archivieren oder löschen, weil sonst auch mit anderen E-Mails und mit anderen Aufgaben, Kontakten und so weiter Dinge passieren. Also sie werden verschoben in einen anderen Ordner und dann findet ihr sie unter Umständen nicht mehr. Also schaltet das gleich aus. Wir brauchen es für unsere Funktion hier auch nicht. Und dann könnt ihr noch überlegen, wie regelmäßig soll das passieren. Ich würde, wenn ich es genau dafür verwende, hier nur einen Tag einstellen. Und ich würde auch sagen, ich muss nicht unbedingt das erst bestätigen, weil es werden wirklich nur die abgelaufenen E-Mail-Elemente gelöscht. Und damit muss ich da auch nichts mehr weiter entscheiden. Also bestätige ich mit OK, bestätige wieder mit OK. Und wenn ich jetzt morgen früh Outlook starte, dann wird Outlook die Autoarchivierung durchführen und dann automatisch alle durchgestrichenen E-Mails löschen. Und die wird morgen auch durchgestrichen sein. Das heißt, die wird dann auch mitgelöscht. Für die von euch, die das schon viel einsetzen, und vielleicht auch schon länger, früher war es so, dass E-Mails, die man verschickt hat mit einem Verfallsdatum, beim Empfänger automatisch gelöscht worden sind, wenn der sie nicht rechtzeitig gelesen hat. Das ist nicht mehr so. Außerdem ist es so, ich habe nicht rausgefunden, ich fände das sehr schön, wie man mehrere E-Mails gleichzeitig mit einem Verfallsdatum belegen kann. Also falls ihr da eine Idee habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Falls ihr es auch noch nicht gefunden habt, also wahrscheinlich gibt es diese Möglichkeit tatsächlich nicht. Es gibt noch eine Einstellung, die ich euch nicht vorenthalten möchte, auch wenn ich sie nicht wirklich überzeugend finde. Und die möchte ich euch mal ein bisschen genauer zeigen. Unter Datei Optionen findet ihr unter E-Mail und wenn ihr dann blättert, Nachricht senden, die Möglichkeit, Nachrichten nach folgendem Zeitraum als abgelaufen markieren. Und laut Microsoft gilt das primär für gesendete Nachrichten. Aber wenn man das jetzt einschaltet, dann passiert Folgendes. Es wird ein Zeitraum festgelegt, 180 Tage, den könnt ihr auch ändern. Und wenn ihr dann mit OK bestätigt und eine neue E-Mail versendet und hier einen Adressaten eingebt und einen Text und dann mal schaut, was jetzt für ein Ablaufdatum drin ist, dann seht ihr das schon beim Versand hier. Nachricht läuft ab, das sind jetzt 180 Tage von heute, eingestellt ist. Und wenn ich diese Nachricht jetzt wegschicke, dann ist es tatsächlich so, dass ich als Absender da ein Verfallsdatum drin habe, wo ich finde, man könnte noch drüber reden, ob das sinnvoll ist. Aber auch beim Empfänger bekommt jeder dieses Verfallsdatum. Also das halte ich auf jeden Fall nicht für sinnvoll und bitte auf gar keinen Fall in Kombination verwenden mit der Autoarchivierung, so wie wir sie gerade vorhin eingestellt haben, weil dann werden alle E-Mails, die nach 180 Tagen gelöscht, die ihr verschickt habt. Und das ist sicher nicht im Sinne des Erfinders. Ja, ich hoffe, euch hilft diese Funktion in eurem Arbeitsalltag weiter. Fragen schreibt mir gerne hier unten in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir den Daumen hoch oder abonniert den Kanal. Das war's für heute. Bis bald. Ciao, euer Arno.